Hier geht es jetzt soziologisch weiter mit Anne Krüger. Und Anne Krüger hält den Vortrag und mit Judith Hartstein und Felicitas Hesselmann, jetzt darf ich keinen Fehler machen, dass ich euren Namen falsch ausspreche, mit Felicitas Hesselmann, genau. Also soweit ich weiß, hält Anne Krüger den Vortrag. Und Judith Hartstein und Felicitas Hesselmann haben mit dran gearbeitet, werden aber jetzt noch nicht auf die Bühne kommen, oder doch? Okay. Und alle drei sind Wissenschaftsforscherinnen am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung an der Humboldt-Universität und forschen aus verschiedenen Perspektiven zu Machtkonstellationen in der Wissenschaft. Der Vortrag selbst beschäftigt sich so ein bisschen mit dem alten Steuerungstraum der Kybernetik. Werner Rammert hat es ja auch schon angedeutet. Das ist so ein Thema eigentlich schon des letzten Jahrhunderts mit Daten und Technik, Gesellschaft verbessern zu können und steuern zu können. Ihr habt euch jetzt angeschaut oder ihr forscht gerade daran, funktioniert das denn jetzt mit Big Data? Können wir die Gesellschaft, die ganzen Menschheitsprobleme damit lösen oder bewahrheiten sich die ganzen Ängste darüber, dass wir dadurch fremdbestimmt werden? Genau, und ich übergebe jetzt einfach mal dir das Wort. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch für die einleitenden Worte. Mein Name ist Anne Krüger und zusammen mit meinen Kolleginnen Judith Hartstein und Felicitas Hesselmann haben wir uns tatsächlich sehr darüber gefreut, hier eingeladen zu werden und angefragt zu werden, dafür sozusagen soziologische Perspektiven auf die Möglichkeiten soziotechnischer Systeme beizusteuern. Jetzt haben wir natürlich schon sehr viel soziologischen Input gehabt. Und ich mache jetzt auch tatsächlich gleich mit einigen soziologischen Einsichten weiter. Wir sind allerdings vor allen Dingen auch hier, weil es uns darum geht, den Austausch zwischen Sozialwissenschaftlerinnen und Informatikerinnen voranzubringen, weil wir denken, dass das sehr wichtig ist und sehr viele Potenziale beinhaltet. Wie schon gesagt, wir sind vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung beziehungsweise von der Humboldt-Universität Berlin und dem Lehrbereich Wissenschaftsforschung. Wir machen eigentlich Forschung zu Bewertungsverfahren, speziell in der Wissenschaft. Aber gerade diese Frage von Bewertungsverfahren ist ja auch heutzutage in vielen anderen Bereichen sehr relevant. Deshalb möchte ich gar nicht heute stark über den Fall der Wissenschaft sprechen, sondern generalisiert Fragen nach der Kategorisierung, Klassifizierung und Quantifizierung der sozialen Wirklichkeit ansprechen. Und was das meint, also diese ganzen Prozesse des Kategorisierens, Klassifizierens und Quantifizierens, das ist eigentlich dann auch Gegenstand meines Vortrags, also das muss jetzt nicht schon gleich vorausgesetzt werden. Unser Ausgangspunkt liegt dabei tatsächlich in der Frage, gerade vor diesem Hintergrund der wachsenden Möglichkeiten vielerlei von Daten mittels neuer soziotechnischer Systeme für die Nutzerin wissentlich oder auch unwissentlich zu erzeugen, haben wir verschiedene Fragen, die für uns hier relevant werden, und zwar die Fragen: Warum, wofür und wie werden heutzutage eigentlich Daten produziert? Also erstens, was sind eigentlich die Probleme, die aktuell gesehen und über die dann Daten produziert werden? Die zweite Frage ist, welche Lösung wird mit der Nutzung dieser Daten eigentlich dann verbunden? Und die dritte Frage ist, wie werden diese Daten eigentlich überhaupt erzeugt? Und vielleicht als kleine Zwischennotiz vorweg, wir sprechen hier jetzt immer gezielt von der Datenproduktion und nicht von der Datenerhebung, weil wir ganz einfach nicht davon ausgehen, dass Daten irgendwo herumliegen und nur irgendwie ermittelt oder ein Datenschatz irgendwie gehoben beziehungsweise also erhoben werden muss, sondern wir gehen tatsächlich davon aus, dass jegliche Form der Datenerhebung der Wirklichkeit immer auch ein Prozess der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit ist. Aber auch darauf werde ich jetzt dann noch im Laufe des Vortrags weiter eingehen. Dahinter steht für uns insgesamt die allgemeinere und für uns, denke ich, alle relevante Frage, wenn wir Wirklichkeit nur noch durch die Daten sehen, die durch soziotechnische Systeme produziert werden, was für eine Wirklichkeit sehen wir dann quasi überhaupt noch, möchte ich sagen. Und vielleicht vorweg als Beispiel,
Vor ein paar Wochen war ich auf der EAST, das ist die wichtigste Wissenschaftsforschungskonferenz Europas, und dort habe ich zwei Vorträge gehört, dass auch das Thema von Digitalisierung, Algorithmisierung, Datafizierung etc. ein wichtiges Thema, und dort habe ich zwei Vorträge gesehen zum Einsatz von mobilen Devices in der Medizin, hat man ja auch schon viel drüber gehört. Es gab einen Vortrag der Finnin Maiju Tanninen, die die Perspektive von Versicherungen untersucht, und Versicherungen versuchen ja durch den Einsatz von solchen Devices wie zum Beispiel Fitnessarmbändern ihre Versicherten dazu zu animieren, sich gesündere Verhaltensweisen anzueignen. Gleichzeitig verfolgen sie dann damit natürlich aber auch eigene Ziele, und zwar das Ziel, Daten über das Gesundheitsverhalten von bestimmten Personengruppen zu erzeugen und auf diese Weise dann auch Risikoprofile zu entwickeln. Das heißt, sie versuchen also einerseits mittels dieser durch Fitnessarmbänder produzierten Daten das individuelle Verhalten ihrer Kunden zu erfassen, und andererseits benutzen sie diese Daten, um daraus über die Einzelperson hinaus ein allgemeines Bild dessen zu generieren, wie gesundheitsbewusst oder gesundheitsschädlich sich Menschen mit einem bestimmten Profil verhalten. Sie produzieren also Daten, um darauf bestimmte Aussagen über die Wirklichkeit zu treffen, auf denen sie dann ihr eigenes strategisches Handeln aufbauen. Nun gibt es natürlich zwei Probleme, und zwar erstens, das wurde in dem Vortrag sehr schön deutlich, benutzen Menschen diese technischen Devices sehr unterschiedlich. Der eine sehr regelmäßig, bei der anderen ist dann ständig die Batterie leer, was natürlich bedeutet, dass die Produktion der Daten auf jeweils ganz unterschiedlichen Voraussetzungen basiert, die allerdings nicht miterhoben werden. Und zweitens sind es auch die technischen Möglichkeiten der Datenproduktion, die ja durchaus auch begrenzt sein können, was dazu führt, dass möglicherweise, wenn wir jetzt wieder auf Fitnessanwender rekurrieren, zurückgelegte Distanzen gezählt werden können, aber wenn ich halt auf dem Laufband laufe, das dann eben nicht. Also kann man insgesamt immer von der Abweichung zwischen Modell und Realität sprechen, die sich tatsächlich nie vermeiden lässt. Und gleichzeitig, und das war auch sehr interessant zu sehen, gab es einen Vortrag einer Juristin von Margot Bernelin, die deutlich gemacht hat, dass es Überlegungen gibt, tatsächlich, sie hatte die Fälle Frankreich und Großbritannien, im Rahmen staatlicher Gesundheitsversorgung Menschen dazu zu verpflichten, solche Devices dann, wenn medizinisch indiziert, auch zu benutzen, um damit dann nachzuweisen, dass sie sich auch an ärztliche Verordnungen halten. Das heißt dann erstens, dass die bis dato vertrauliche Kommunikation zwischen Ärztin und Patient aufgehoben wäre, weil auch andere Personen Einsicht in diese Art der Daten dann bekommen. Zweitens ist jedoch auch alles andere als klar, wie belastbar und damit aber auch wie justiziabel tatsächlich diese Daten, die von diesen technischen Geräten produziert werden, dann tatsächlich sind. Also die Frage zum Beispiel, kann man dann tatsächlich Personen verklagen, sich nicht gesundheitlich adäquat verhalten zu haben und damit dann das öffentliche Gesundheitssystem ausgebeutet zu haben, wenn das die Datenlage so zeigt. Also ich denke, hieran verdeutlicht sich schon einmal die Gefahr, dass selbst wenn technische Lösungen nicht zufriedenstellend funktionieren, immer die Gefahr besteht, dass sie dennoch verpflichtend eingeführt werden können und dann bestimmte Aussagen über die Wirklichkeit treffen. Ja, das vielleicht erstmal so überhaupt zur Einführung. Dieser kurze Exkurs sollte eigentlich erstmal als ein erstes Beispiel dafür dienen, wie wichtig die Frage nach der Produktion von Wirklichkeit durch soziotechnische Systeme tatsächlich ist. Und er sollte auch, dieser kurze Exkurs sollte auch verdeutlichen, dass wir es hier mit Fragen der Datenproduktion und der Datennutzung zu tun haben, auf die wir speziell schauen sollten. Ich denke, wenn man jetzt sich den Diskurs so anschaut, dann kann man sehen, dass sowohl in der Forschung als auch in den gesellschaftlichen Debatten über die aktuellen Möglichkeiten der Datenproduktion und Nutzung vor allen Dingen zwei Narrative aktuell bedient werden. Und zwar einerseits gibt es sozusagen die Dystopie einer allgegenwärtigen Überwachung und eines allumfassenden Social Sortings, das die individuellen Lebenschancen unmittelbar bestimmt. Und zweitens wird aber auch über nichts Geringeres gesprochen als über die Utopie der ultimativen Lösung gravierender Probleme der Menschheit. Und das sind genau diese zwei Narrative, auf die ich jetzt im Folgenden nochmal näher eingehen möchte. Ich denke mal, viele von Ihnen und euch kennen sicherlich die Serie Black Mirror mit ihren ja teils auch sehr beklemmenden Visionen einer vielleicht gar nicht mehr so allzu fernen digitalen Zukunft.
Und ich möchte jetzt einen kurzen Ausschnitt aus der Folge Abgestürzt oder Nosedive auf Englisch zeigen, um daran anschließend dann wesentliche hier dargestellte Aspekte der Dystopie einer allgegenwärtigen Überwachung und einer allumfassenden sozialen Selektion noch einmal aufzugreifen. Vielleicht kurz vorweg, in dieser Folge geht es um Lacey. Lacey lebt in einer Welt, in der sich Menschen permanent wechselseitig bewerten und sozialer Aufstieg tatsächlich nur durch positive Bewertung möglich wird. Denn an diesen persönlichen Bewertungsscore, über den dann jeder verfügt, sind alle möglichen Formen von Lebenschancen geknüpft, wie zum Beispiel die Traumwohnung, die Lacey sehr gerne hätte, aber die sie erst ab einem persönlichen Score von 4,5 erreichen kann. Deshalb lässt sie sich beraten und das sehen wir jetzt hoffentlich im folgenden Ausschnitt. Ja, ich denke in diesem Ausschnitt, also dieser Ausschnitt hat ganz gut demonstriert, wie permanente Bewertung jeglichen Handelns sowohl einerseits als externe Überwachung des eigenen Handelns in Form eines für jeden einsehbaren Punktesystems wirkt, als auch, und das hat vielleicht auch gerade zum Schluss nochmal diese Fahrstuhlszene besonders schön verdeutlicht, auch zur Internalisierung der Einhaltung bestimmter kollektiver Normen führen kann. Und hier drängen sich dann natürlich auch sofort Überlegungen auf, die an den französischen Soziologen und Philosophen Michel Foucault anschließen, nämlich Überlegungen in puncto einer Disziplinargesellschaft. Also das Wissen um eine externe permanente Beobachtung führt zu einer internalisierten Überwachung durch sich selbst. Dabei wird dann nicht nur jegliches Handeln beobachtbar und bewertbar gemacht, diese Beobachtung und Bewertung ist auch gleichzeitig durchdrungen von bestimmten Vorstellungen davon, was eigentlich gutes und richtiges Handeln dann auch tatsächlich ausmacht. Also Lacey hat diese Vorstellung vollkommen internalisiert und ihr individuelles Handeln vollkommen darauf ausgerichtet, wie halt, wie gesagt, diese Fahrstuhlszene nochmal besonders schön am Ende demonstriert. Es zeigt sich außerdem, dass diese permanente Selbstkontrolle sozusagen vor dem Hintergrund von Prozessen dieses schon anfangs angesprochenen Kategorisierens und Klassifizierens erfolgt. Hier in dieser Folge Abgestürzt von Black Mirror wird deutlich, dass sowohl das festgelegt, was bewertet wird, also eine bestimmte Form des sozialen Umgangs miteinander, als auch das, wofür der Bewertungsscore einer Person dann wichtig ist. Also im Fall von Lacey dann halt, wie gesagt, diese bestimmte Wohnung, die sie erst ab 4,5 bekommen kann. Aber es wird nicht nur festgelegt, was bewertet wird, sondern auch, wie es bewertet wird. Und das individuelle Verhalten wird klassifiziert, was besonders deutlich wird in diesem Moment, als Lacey ihrem Kollegen begegnet, dem aufgrund fehlender Punkte der Eintritt dann zu seinem Arbeitsplatz verwehrt wird. Und eigentlich bittet er um die Hilfe von Lacey und Lacey verweigert ihm dann aber eine positive Bewertung, weil sie selbst Angst vor negativen Konsequenzen für ihren eigenen Score hat. Also der Versuch der Steuerung hin zu einer besseren Gesellschaft liegt also erstens darin zu definieren, worauf geschaut und was bewertet werden soll. Und zweitens geht es um die Festlegung der Bewertung selbst, die das jeweilige Handeln dann in besser und schlechter klassifiziert. Deutlich wird hieran aber auch, das, was der kanadische Soziologe David Lyon als Social Sorting bezeichnet. Also Menschen werden klassifiziert und in ihren Lebenschancen auch tatsächlich determiniert, oftmals jedoch nicht durch das, was sie tatsächlich tun oder durch ihre individuellen Eigenschaften, sondern wie im Fall von Lacey bereits vor dem Hintergrund der eigenen Herkunft, die also durch die dann Lacey einfach leider zu wenig Kontakte zu hochbepunkteten Menschen hat, wodurch sie Probleme hat, Bewertungen zu bekommen, die ihr dann selber zum sozialen Aufstieg verhelfen könnten. Und interessant ist ja, und hier auf der FIFCon gibt es ja auch einen Vortrag dazu, dass vielleicht diese Dystopie einer permanenten Bewertung gar nicht so weit weg ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel das chinesische Social Credit System anschaut. Das Entscheidende an diesen Bewertungen ist aber, wie bereits angesprochen, dass wir selbst halt beginnen, unser Handeln auf die vorgegebenen Kategorien und Klassifikationsschemata anzupassen
Und der Soziologe Ulrich Bröckling hat dies als unternehmerisches Selbst bezeichnet. Also er zeigt am Beispiel des Total Quality Managements, dass das Individuum nicht nur von außen dazu gezwungen wird, sich bestimmten Normen zu unterwerfen, also das heißt, sich normieren zu lassen, sondern vielmehr wird man dazu gebracht, selbst nach einer Anpassung an die aktuell vorherrschenden Normen zu streben, das heißt, sich selbst permanent zu optimieren und nach einer Verbesserung der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechend der vorherrschenden Normen zu streben. Und Bröckling formuliert das sehr schön, denke ich, der Unternehmer seiner selbst führt sein Leben als permanentes Assessment Center. Auf die Spitze getrieben wird diese Selbstoptimierung durch Technologien, die ein permanentes Self-Tracking ermöglichen. Ich glaube, der Diskurs ist ja auch weitreichend bekannt. Also die selbsternannte Quantified Self-Bewegung spricht davon, dass es einerseits geht um die Ermächtigung über das Wissen über sich selber, das man dann durch das permanente Self-Tracking ermöglicht. Ihr Slogan lautet ja dementsprechend auch Self-Knowledge through Numbers. Andererseits wird hier jedoch auch die Möglichkeit geschaffen, dieses Wissen über sich selbst immer auch mit den Kennzahlen anderer zu vergleichen. Und wir denken, dass diese Möglichkeit des Vergleichens das zentrale Element eigentlich ist hinter diesen Prozessen des Kategorisierens und Klassifizierens von Individuen und ihren Handlungen. Denn wie gesehen wird Lacey durch die Umwandlung der Bewertung ihrer Handlungen in einen allgemeinen Bewertungsscore überhaupt erst vergleichbar mit anderen Leuten. Also ganz unabhängig davon, mit welchen Voraussetzungen sie gestartet ist und welche Eigenschaften sie sonst noch besitzt, macht dieser Bewertungsscore sie überhaupt erstmal vergleichbar. Und die Soziologin Bettina Heinz spricht hier von der Gleichheitsunterstellung bei gleichzeitiger Differenzbeobachtung. Was heißt, dass erstmal ganz unterschiedliche Dinge miteinander vergleichbar gemacht werden, indem sie in einem ersten Schritt zur derselben Kategorie zugehörig definiert werden. Damit wird ihnen dann erstmal eine Gleichheit unterstellt, die dann die Basis dafür bildet, dass sie dann überhaupt miteinander verglichen werden können. Angewendet zum Beispiel auch auf das Beispiel des Self-Trackings durch Gesundheitsdevices, bedeutet das, dass angenommen wird, dass die dadurch produzierten Daten alle vor demselben Nutzungshintergrund entstanden sind, was ja die vorhin bereits erwähnte Studie gezeigt hat, was nicht der Fall ist. Denn wie gesagt, wichtig ist es, es überhaupt erstmal mit vergleichbaren Einheiten zu tun zu haben, beziehungsweise überhaupt eine Vergleichbarkeit überhaupt erstmal zu behaupten, denn nur dann kann man überhaupt versuchen, Differenz und also Unterschiede zu beobachten, sonst würde man ja, wie es so schön heißt, Äpfel mit Birnen vergleichen. Vergleichbarkeit ist dabei, und das ist sozusagen das, worauf dann auch diese Entwicklung hinausläuft, am einfachsten natürlich gegeben, wenn spezifische Handlungen und Eigenschaften in Zahlen ausgedrückt werden können. Dabei kann es sich dann erstens entweder um den konkreten Zahlenwert handeln, also wie viele Schritte bin ich eigentlich heute zum Beispiel gelaufen. Oftmals, wie wir auch im Fall von Lacey wieder gesehen haben, verschwinden jedoch sozusagen diese Primärdaten hinter einem Zahlenwert, der nicht mehr das konkret abbildet, was beobachtet, gemessen oder gezählt wurde, sondern nur noch eine Bewertung dessen ausdrückt. Wie gesagt, dieser Bewertungsscore von Lacey ist, glaube ich, da ein sehr gutes Beispiel. Also ihr Verhalten liegt hier nicht mehr dann in den einzelnen Handlungen vor, die sie über den Tag über vollzogen hat, sondern nur noch als Bewertungsscore, über den sie dann mit anderen Personen verglichen werden kann, ohne dass darüber hinaus dann vollkommen klar ist, wie eigentlich dieser Score überhaupt zustande kommt. Das, was hier geschieht, Espeland und Stevens haben dazu auch geforscht, wird als Quantifizierung bezeichnet. Quantifizierung meint die Überführung qualitativer Eigenschaften in quantitative Metriken. Also die soziale Wirklichkeit wird in Zahlen übersetzt, aus denen wiederum neue Zahlen dann generiert werden können. Und vor diesem Hintergrund komme ich jetzt speziell nochmal zu den soziotechnischen Systemen und den aktuellen Entwicklungen. Also soziotechnische Systeme erfordern oftmals genau diesen Prozess der Quantifizierung und leisten damit den Möglichkeiten dieses klassifizierenden Vergleichens doch entscheidenden Vorschub. Denn sie basieren natürlich erstens darauf, Daten zu produzieren, indem sie bestimmte Dinge zählen oder in Zahlen umwandeln. Und zweitens sind sie ja auch gleichzeitig in der Lage, diese Daten auch sofort selbst zu nutzen, indem sie Klassifizierungen vornehmen, das heißt also produzierte Primärdaten anhand vorgegebener automatisierter Verfahren umwandeln in Daten, die dann irgendwie einen Wert dieser Primärdaten ermitteln, also was gut und oder wie gut oder wie schlecht diese Daten sind. Also der von Ihnen produzierte Zahlenwert wird auf diese Weise sofort in eine Form der quantitativen Bewertung überführt.
dahinter kann man, denke ich, so insgesamt eine bestimmte, also warum das auch so wirkmächtig wird, eine bestimmte gesellschaftliche Entwicklung erkennen. Denn wir denken, dass wir dort einen mittlerweile vollständig als selbstverständlich institutionalisierten Glauben an eine objektive Erhebung und Bewertung von Leistung durch die Umwandlung von individuellen Handlungen in miteinander vergleichbare Zahlen sehen. Und dieser institutionelle Glaube an die Objektivität von Zahlen trifft aktuell auf technische Möglichkeiten, mittels derer, wie gesagt, nicht nur massenhaft Daten produziert werden können oder auch überhaupt der Versuch unternommen werden kann, individuelles Handeln in jeglicher Form erfassbar und abbildbar zu machen, sondern gleichzeitig auch noch die Möglichkeiten vorliegen, dann auch gleich Rückschlüsse über spezifische Zusammenhänge und gesellschaftliche Muster zu ziehen, die dann, und das denke ich, dürfte allen sofort einleuchten, natürlich bestimmten Einfluss oder unmittelbaren Einfluss eigentlich darauf haben, was wir als soziale Wirklichkeit wahrnehmen. Also die Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit hängt dementsprechend, oder die Wahrnehmung der Wirklichkeit hängt dementsprechend ganz fundamental mit dieser Form der Datenproduktion zusammen und gleichzeitig wirkt sie natürlich auch wiederum zurück auf das, wie wir Wirklichkeit dann erleben. Wie jetzt gerade vorgestellt, schürt dies natürlich erstmal einerseits Ängste hinsichtlich einer allumfassenden Überwachung und Erfassung des Einzelnen. Andererseits, und das ist eigentlich so interessant an dieser Entwicklung, werden damit auch bestimmte Hoffnungen verknüpft auf neue Nutzungs- und Steuerungsmöglichkeiten. Und vor diesem Hintergrund komme ich jetzt zur zweiten Vision, wie bereits angekündigt, der Utopie, die mit den neuen Möglichkeiten der Produktion von Daten und deren Nutzung verbunden sind. Und ich möchte Ihnen und euch jetzt nochmal einen kurzen Videoausschnitt zeigen, und zwar aus einem Interview mit klassischerweise Mark Zuckerberg, das am 16. August 2016 am Y Combinator geführt wurde. Der Y Combinator, kurz vorweg, ist ein kalifornisches Gründerzentrum, das gegen eine gewisse Beteiligung dann versucht, Internet-Startups zum Durchbruch zu verhelfen. Ja, also Mark Zuckerberg sieht also verschiedene Herausforderungen für die nächsten 10, 20 Jahre. Er spricht davon, dass erstens mehr digitale Vernetzung hergestellt werden muss, um die größten Herausforderungen der Welt zu meistern, wodurch dann allen die Chance gegeben werde, sich daran zu beteiligen. Und er spricht zweitens von einem Mehr an künstlicher Intelligenz und beschreibt, wie das, was sie bei Facebook entwickeln, auch dazu genutzt werden kann, um Leben zu retten. Und sein Beispiel ist hier eine selbstlernende Applikation zur Bestimmung von Hautkrebs, durch die jede Ärztin bzw. tatsächlich auch jede Person auf der Welt dann zur besten Ärztin werden könne. Zuckerberg spricht also davon, dass die neuen technischen Möglichkeiten dazu führen werden, to save people's lives und to solve the big challenges of the world today. Also gravierende Menschheitsprobleme können durch neue Technologien angegangen und beseitigt werden. Er zeigt sich außerdem etwas betroffen davon, dass es Kritiker gibt, die diese An- und Aussichten nicht teilen. Und einer dieser Menschen, die sich sehr kritisch mit den Heilsversprechungen neuer Datenproduktions- und Nutzungsmöglichkeiten auseinandergesetzt haben, ist der Publizist Evgeny Morozov, vielleicht auch hier einigermaßen bekannt. Morozov spricht vom sogenannten Solutionismus. Also er sagt, dass es nicht allein die Lösungen sind, die Widerspruch hervorrufen, sondern bereits die Definition der Probleme, für die diese Lösungen gedacht sind. Morozov hat vor diesem Hintergrund auch sich einer bestimmten Terminologie bedient, und zwar der Terminologie der Wicked Problems, die aus den Verwaltungswissenschaften der 1970er Jahre stammen. Bereits damals wurde diese Terminologie dazu genutzt, um der damaligen Planungs- und Steuerungseuphorie und Utopie in gewisser Weise entgegenzuwirken. Denn Wicked Problems sind nach den Planungswissenschaftlern Horst Rittel und Melvin Weber als gravierend empfundene, komplexe soziale Problemlagen zu definieren, die tatsächlich nicht bis ins letzte Detail abschließend definiert werden können überhaupt. Sie deuten also damit an, dass das, was als Problem betrachtet wird, von der jeweiligen Perspektive abhängt,
von der aus man auf dieses Problem guckt, und unterschiedliche Personen sehen dementsprechend auch ganz unterschiedliche Probleme beziehungsweise betrachten bestimmte Sachverhalte auch auf ganz unterschiedliche Weise, woraus dann unterschiedliche Problemdefinitionen und natürlich auch Lösungsansätze resultieren. Und ich denke, die sogenannte Flüchtlingskrise oder auch das, was aktuell im Hambacher Forst passiert, sind dafür doch sehr gute und aktuelle Beispiele. Morozovs Kritik unter der Bezeichnung eines Solutionismus ist von den Soziologen Oliver Nachtwey und Timo Seidel aufgegriffen worden. Und sie haben eine Analyse gemacht einschlägiger Dokumente aus der Hightech-Industrie. Und sie bestätigen das, was Morozov in seiner Kritik diagnostiziert. Nämlich, sie sehen in dem, was Morozov als Solutionismus bezeichnet, quasi eine Art der neuen Rechtfertigungsordnung des Kapitalismus. Denn tatsächlich finden Sie, dass Zuckerberg bei weitem nicht der Einzige ist, der Aussagen über das Heilsversprechen neuer Formen der Datenproduktion und Nutzung trifft, sondern Sie sehen auch, dass zum Beispiel Googles Eric Schmidt oder bis Teslas Elon Musk darauf verweisen, zur Lösung zentraler Menschheitsprobleme durch die von ihnen vermarktete Technologien beitragen zu wollen. Und Google beschreibt es zum Beispiel als, Zitat, Produkte zu entwickeln, die das Leben so vieler Menschen wie möglich verbessern. Nachtwey und Seidel sehen darin eine neue Form, wie gesagt, der Rechtfertigung eines kapitalistischen Wirtschaftssystems, die dazu beiträgt, dieses kapitalistische Wirtschaftssystem auch unter den gegenwärtigen Bedingungen gegenüber seinen Kritikern weiter aufrechtzuerhalten. Während wir also quasi, Sie sagen halt, während wir so vordergründig eine Argumentation sehen, die auf die Lösung gravierender Menschheitsprobleme zum Beispiel im Gesundheitswesen abhebt, wird dahinter eigentlich immer das Problem zu hoher Kosten diagnostiziert. Es geht also um Kosteneinsparungen, die einerseits durch neue Mittel und Wege der Datenproduktion und Nutzung erreicht werden sollen. Andererseits wird aber selbst das Ziel einer besseren Gesundheit aller Menschen damit gerechtfertigt, dass dadurch geringere Kosten anfallen. Also Weltverbesserung sozusagen bemisst sich immer an dem ökonomischen Benefit, der hinter allem steht, denn nicht zuletzt kommen neue Technologien zur Rettung der Menschheit dann halt nur auf den Markt, wenn in ihre Produkte oder in ihre Produktion auch investiert wird, und das hängt natürlich davon ab, ob sich diese Technologien auch tatsächlich ökonomisch rentieren. Der Solutionismus legt zudem nahe, dass eigentlich jegliche Form der gesellschaftlichen Probleme eigentlich auf technologische Probleme in gewisser Weise reduziert werden können. Und das Interessante daran ist, dass wir es hiermit dann mit einer Steigerung dessen zu tun haben, was in der Literatur bereits als evidenzbasierte Politik beschrieben wurde. Also evidenzbasierte Politik duldet in gewisser Weise keinen Widerspruch, ist sozusagen, setzt keine von politischen Wertvorstellungen getriebene Diskussion voraus, denn es ist ja evident und eindeutig, wo Probleme liegen und dann auch quasi alternativlos, was eigentlich dagegen getan werden muss. Und das Interessante ist eigentlich, dass man jetzt sagen kann, naja, während evidenzbasierte Politik vielleicht noch vorgab, sich aus dem Wissen und den Erkenntnissen wissenschaftlicher Expertinnen abzuleiten, wird hier jetzt wiederum argumentiert, dass die Daten selbst für sich sprechen. Also sie müssen nicht erst in wissenschaftlichen Studien erhoben werden, sondern werden uns von den objektiv arbeitenden digitalen Technologien präsentiert und vorgegeben. Also die Definition des Problems und die Suche nach entsprechenden Lösungen, muss man sagen, wird damit weitgehend dem politischen Diskurs tatsächlich entzogen. Gut, wie wir gesehen haben, spannen also die aktuellen Möglichkeiten der Datenproduktion und Nutzung damit den Raum auf, einerseits für Dystopien einer allumfassenden Überwachung, als auch für Utopien der Lösung gravierender Menschheitsprobleme. Doch liegen hier tatsächlich zwei gravierende Probleme vor, die vielleicht dann einerseits die Dystopie der allumfassenden Überwachung so ein bisschen entschärfen oder vielleicht sogar in ihren Konsequenzen eher noch verschärfen können, und andererseits aber auch die Utopie der Lösung der Menschheitsprobleme in der Definition von Problemen und Lösungen vor gewisse Herausforderungen auch stellen. Und zwar erstens das Problem Daten ohne Erkenntnisgewinn. Morozov spricht hier zum Beispiel von Googles Enlightenment Business, hinter dem der Anspruch steht, nochmal Zitat von Google, die Informationen der Welt zugänglich und nutzbar zu machen für alle Menschen zu jeder Zeit.
Dieses Verständnis von Datenproduktion und Wissensproduktion oder von Datenproduktion als Wissensproduktion wird auch bereits als neuer Empirismus diskutiert. Doch stellt sich hier eigentlich noch die Frage, noch zudem die Frage, ganz abgesehen davon, wie Daten überhaupt zustande gekommen sind, welches Wissen eigentlich tatsächlich in diesen Daten steckt und durch sie dann auch sichtbar gemacht wird. Denn nur weil wir Daten haben, die dann irgendwelche Informationen bereitstellen, heißt das noch lange nicht, dass wir tatsächlich auch wissen, was wir eigentlich aus diesen Daten erfahren können. Und der Philosoph Byung-Chul Han spricht deshalb auch von Big Data als digitalen Dadaismus. Also das Vorliegen massenhafter Daten selbst erzeugt noch keinerlei Erkenntnisgewinn. Der zweite Punkt werde ich nur ganz kurz machen, weil Werner Rammert darauf schon sehr viel und intensiv eingegangen ist. Der zweite Punkt steckt schon ein bisschen auch in dem, was wir bereits als Kategorisieren, Klassifizieren und Quantifizieren angesprochen haben. Also es geht um die Performativität soziotechnischer Systeme. Ja, wie wir auch schon gehört haben, steht ja diese Konferenz selber im Zeichen der Fragestellung von Gestaltungsfreiheit und Machtmustern soziotechnischer Systeme. Und wie gesagt, Werner Rammert hat ja schon einiges dazu gesagt, über den Zusammenhang von Technik und dem sozialen bzw. menschlichen Körper und wie das zu denken ist. Denn wir sprechen ja von soziotechnischen Systemen, weil es hier um die Verbindung von Mensch und Maschine geht. Und einerseits programmiert halt der Mensch seine Vorstellung der Wirklichkeit in die automatisierten Verfahren von Maschinen hinein, also bestimmte Wertvorstellungen, bestimmte Sichtweisen und Machtverhältnisse. Dadurch geben dann halt technische Systeme auch vor, wie Wirklichkeit überhaupt erfasst und Tätigkeiten eigentlich überhaupt ausgeführt werden können. Also man kann halt nur das anklicken, was halt vorgegeben ist. Sie entfalten aber auch, wie ja auch schon gesagt wurde, eine gewisse Eigendynamik, indem sie Sachen tun oder auch nicht tun, mit denen dann Nutzer und Nutzerinnen einfach irgendwie umgehen und darauf reagieren müssen. Und ich als Windows-Nutzerin denke, weiß, wovon ich da spreche. Ja, also beiden Formen der Performativität soziotechnischer Systeme beeinflussen also maßgeblich, wie Daten produziert und ausgewertet werden können. Und dabei müssen wir uns halt einfach abermals davon verabschieden, dass wir es hier mit objektiven Daten zu tun haben. Und wir müssen anerkennen, dass sowohl der Mensch als auch die technischen Systeme selbst einen entscheidenden Einfluss auf die Datenproduktion und Nutzung selber haben. Damit lässt sich also sagen, dass wir einerseits die wiederaufkommenden Steuerungsfantasien doch einigermaßen begraben sollten oder dass sie zumindest in gewisser Weise übersteigert sind, also dass in der scheinbar so umfassenden Datenlage neue Möglichkeiten der gesellschaftlichen Steuerung vorliegen, ja, muss zur Debatte gestellt werden. Andererseits greifen dadurch dann aber natürlich auch Dystopien einer totalen Durchleuchtung und Steuerbarkeit der Individuen eigentlich zu kurz, weil auch hier schlussendlich begrenzt ist, was eigentlich in Daten abgebildet werden kann. Das Problem, das habe ich auch eingangs schon angesprochen, ist allerdings, dass diese neuen Technologien trotzdem genau dafür genutzt werden und maßgeblichen Einfluss darauf ausüben, wie die soziale Wirklichkeit wahrgenommen wird und welche Entscheidungen getroffen werden. Und dies geschieht durchaus trotz des bekannten Risikos einer problematischen Darstellung der Wirklichkeit aufgrund von den Algorithmen eingeschriebener Modelle oder zugrunde liegender Datenlage. Also trotzdem wird auf diese Form der Datenproduktion und Nutzung weiterhin zurückgegriffen als Ausgangspunkt für ökonomische, soziale oder auch politische Entscheidungen. Gut. Ich könnte jetzt hier aufhören und sagen, ja, die Welt ist halt verloren, aber wir wurden auch von den Veranstaltern explizit aufgefordert, nicht so zu enden und das möchte ich auch gar nicht, denn wie gesagt, wie eingangs schon gesagt, wir haben uns ja sehr gefreut, dass wir hier eingeladen wurden, weil wir denken, dass an dieser Stelle der Dialog zwischen Sozialwissenschaftlerinnen und Informatikern ganz wesentlich ist und dass wir einfach tatsächlich in diesem Punkt mehr Zusammenarbeit brauchen. Und wir brauchen, und damit komme ich dann auch zum Schluss, in drei wesentlichen Punkten mehr Zusammenarbeit. Und zwar einmal geht es darum, wenn man aufzeigen möchte, wo mit welchen Konsequenzen Probleme durch die digitale Produktion von Daten und Nutzung entstehen, sind wir als Sozialwissenschaftlerin tatsächlich unmittelbar darauf angewiesen, mit euch und Ihnen zusammenzuarbeiten und zu erfahren,
wie Daten produziert werden, das heißt, wie die Verfahren der Datengenerierung und Verarbeitung konkret aussehen. Denn nur so können wir dann tatsächlich auch selber verstehen, mit welchen Daten und Datenverarbeitungsmodellen wir es eigentlich zu tun haben, also welche Fragestellungen sich dann überhaupt mit bestimmten Daten beantworten lassen und welche Probleme dann auch aus einem unreflektierten, aus einer unreflektierten Nutzung resultieren können. Also wir benötigen euer Wissen, um diese Daten und die Datenproduktion dahinter verstehen zu können. Zweitens ist es allerdings auch so, dass wir denken, dass es heutzutage noch mal wichtiger ist, auch die Rolle der Sozialwissenschaften hier zu betonen. Denn was wir ja sehen, ist ein gewisser Trend, dass überall, dass es überall Stellenausschreibungen für Data Analysts gibt und eingestellt werden da keine Sozialwissenschaftler, sondern Informatiker, was mich sehr freut für euch und Sie. Aber gleichzeitig möchte ich doch noch mal betonen, wie wichtig das ist, dass wir hier zusammenarbeiten. Denn wie gesagt, es geht halt nicht einfach nur darum, irgendwelche Strukturen und Muster zu suchen. Denn wenn wir Erkenntnisse erzielen wollen, benötigen wir tatsächlich auch eine Fragestellung, mit der wir an Daten herangehen können und auch ein Wissen darüber, mit welchen Daten sich überhaupt welche Fragestellungen beantworten lassen und wie man halt dann auch tatsächlich über den Produktionskontext von Daten und Datenqualität mit reflektiert. Und ganz wichtig, und da denke ich, müssen wir vor allen Dingen ganz stark zusammenarbeiten, ist auch die Frage, wie wir eigentlich diese Performativität soziotechnischer Systeme erforschen können. Und Werner Rammert blickt da auf eine lange Geschichte schon der Zusammenarbeit zurück, aber ich denke, das möchte ich hier auch nochmal betonen, wie wichtig es ist, dass wir daran anknüpfen und weitermachen. Also wir müssen gemeinsam daran arbeiten, die Reflexion über diese Veränderungen und die Möglichkeiten der Datenproduktion und Nutzung zu stärken und dadurch auch ihre Objektivität immer wieder zu hinterfragen. Denn der Einsatz dieser soziotechnischen Systeme wird, und das möchte ich hier auch nochmal ganz explizit sagen, soll auch gar nicht mehr rückgängig gemacht werden. Also wir appellieren jetzt nicht daran, dass wir die technologische Entwicklung stoppen wollen, ganz im Gegenteil. Für uns ist es einfach nur wichtig, die scheinbare Objektivität dessen, was dort passiert, immer wieder in Frage zu stellen, um sozusagen dann die Vision ihrer Allmacht sowohl im Positiven als auch im Negativen doch immer wieder auch brechen zu können. Und damit möchte ich jetzt enden. Ja, like. Ja, vielen herzlichen Dank. Ganz wunderbar war das jetzt auch nochmal eine schöne Ergänzung zu dem Vortrag von Werner Rammert und gibt uns InformatikerInnen nochmal wirklich auch einen guten Hinweis auf euer Vokabular, mehr zu vertrauen, mehr zu lernen von den begrifflichen Analysen, die die Sozialwissenschaften uns bieten. Gerade weil die Joblage für die Data Science so prima ist, ne, es ist natürlich, können InformatikerInnen da eigentlich sozusagen locker drüber weggehen und sagen, ja, ist uns doch egal, was die prekären Sozialwissenschaften so forschen, aber ja, es ist, also ich sag's jetzt mal so hart, weil es teilweise ja wirklich auch so ist, dass Leute so da rangehen. Aber ich denke, das FIF ist zum Beispiel eine super Organisation, die genau dem versucht, entgegenzutreten und uns auch sozusagen sozialwissenschaftlich zu schulen. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Ja, es gibt Fragen. Christian, da. Ja, hallo. Danke für den Vortrag. Ich war jetzt nicht bei dem Vortrag von Herrn Werner Rammert dabei. Ich weiß nicht, ob diese Frage da schon erklärt wurde. Ich habe eine relativ naive Frage. Und zwar, es geht halt um diese soziotechnischen Systeme. Aber was sind eigentlich diese soziotechnischen Systeme? Ist das zum Beispiel, was ich jetzt darunter verstehen könnte, ist das zum Beispiel einfach dieses Scoring oder das Bewerten aufgrund von großen Datenmengen oder so? Was sind diese soziotechnischen Systeme eigentlich konkreter gefasst, so Beispiele dafür? Danke. Das ist sozusagen natürlich die Frage, die wahrscheinlich hier im Raum wesentlich besser noch beantwortet werden kann, was alles darunter fällt. Ich kann jetzt sozusagen nur eine ganz abstrakte Antwort geben, dass wir insgesamt einerseits ein Verständnis davon haben, dass eigentlich jegliche Form der Technologie darunter fällt, weil jegliche Form der Technologie immer darauf basiert, auf den Zusammenhang von Mensch und Maschine herzustellen.
Also sozusagen, dass Technologien, und darauf ist Werner Rammert ja vorhin sehr schön eingegangen, Technologien nie unabhängig davon funktionieren, wie sie hergestellt werden und wie sie genutzt werden und gleichzeitig aber auch selber eine gewisse Agentschaft besitzen und damit auch weitreichenden Einfluss auf die Konstruktion von Wirklichkeit haben können. Haben Sie dieses Semester an der HU eine Veranstaltung, ein Seminar oder so, was Sie geben? Ob ich studiere in der HU und ich wollte wissen, ob Sie zu diesem Thema irgendeine Veranstaltung an der HU haben. Vielleicht gebe ich da kurz an Judith. Ja, also wir planen ganz konkret jetzt im Wintersemester ein Tandem-Seminar mit dem, für den Masterstudiengang Wissenschaftsforschung zusammen mit dem Masterstudiengang Informatik. Ein Seminar, das heißt Fachkulturen und Interdisziplinarität im virtuellen Raum, wo es darum geht, genau interdisziplinäre Zusammenarbeit tatsächlich stattfinden zu lassen und Studierende gemeinsam Vorträge ausarbeiten zu lassen. Also vielleicht auch für den einen oder die andere hier im Raum interessant. Ja, ist das an? Ja. Danke nochmal für Ihren Vortrag. Dieses Social Scoring System oder die Idee, dass eine Zahl dann stellvertretend für eine ganze Person ist, kennen wir auch eigentlich schon vor digitalen Systemen. Also unser ganzes Schulsystem ist ein komplett durchexerziertes Bewertungssystem. Und einfach da jeder von uns einfach von Kindheit an sehr viele Jahre in diesem System gelebt hat, stelle ich mir die Frage, wie entwickeln wir einen kritischen Blick darauf, wenn wir alle schon, sag mal, so lange damit indoktriniert wurden und das ja auch immer noch weiter besteht. Das ist sozusagen natürlich genau die spannende Frage und das ist auch eigentlich das, weshalb ich mich auch so gefreut habe hier über die Einladung, weil also erstmal überhaupt ein Bewusstsein dafür geschaffen werden muss, was eigentlich dahinter steht, hinter diesen Möglichkeiten eines Scores, also was das eigentlich konkret heißt, einerseits dahingehend des Social Sortings, also dass man halt in bestimmte Kategorien eingeordnet wird, aber auch welche Ungleichheiten und Machtverhältnisse eigentlich dahinter stehen, die überhaupt zu produzieren, also welche Möglichkeiten Leute überhaupt haben, dann auf einen bestimmten Score zu kommen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich kenne mich in der Erziehungswissenschaft und Pädagogik nicht aus, aber ich glaube, dass da das Notensystem ja schon auch sehr viel immer wieder diskutiert wird und es ja auch da verschiedene Bewegungen gegeben hat, auch Noten sozusagen in Schulen zurückzudrängen und gegen schriftliche qualitative Bewertungen sozusagen auszutauschen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, solche Diskussionen überall in alle möglichen Bereiche reinzuführen. Und gerade wenn wir jetzt heutzutage Entwicklungen sehen, dass es Möglichkeiten gibt, sehr schnell massenhaft Daten zu sammeln und aus diesen massenhaften Daten aufgrund von unbekannten Verarbeitungsweisen, intransparenten Verarbeitungsweisen, dann einen solchen Score zu erzeugen, wird diese Frage einfach immer weiter relevant sein. Und ich glaube, uns geht es vor allem darum, darauf hinzuwirken, da ein Bewusstsein dafür zu schaffen und natürlich würden wir auch immer dafür eintreten, dass Worte mehr sagen können als eine Zahl. Sehr schön für Ihren Vortrag. Ich wollte aber den Soziologen auch etwas ins Buch schreiben, nämlich, dass sie sich an die eigene Nase fassen. Gerade Morozov hat fast alle seine Daten für Smarte Neue Welt aus den sozialen Medien genommen. Das heißt, die Untersuchungsorte vieler Soziologen sind nur mehr in den neuen Medien und das sortiert eine ganz große Menge von Menschen aus. In Europa ist das weniger noch der Fall, aber weil wir uns ja alle an Amerikanern orientieren, wird das sicher auch so kommen. Da wollte ich Ihnen auch ins Buch schreiben, das sollen sie nicht tun. Ja, danke. Ich glaube, das ist in zweifacher Weise nochmal ein guter Hinweis, weil erstens ist es natürlich auch so, dass Soziologen natürlich auch diesem Big Data Phänomen auch schnell erliegen können und sich dann darüber freuen, wie leicht man Datenzugang zu bestimmten Dingen plötzlich haben kann und dementsprechend dann ausblenden, dass es auch noch eine Welt gibt, die dann durch dann nicht abgebildet ist. Da haben Sie vollkommen recht. Anderer Hinweis oder ein anderer Teil ist vielleicht auch nochmal die Antwort,
darauf sollte man auch noch mal eingehen. Ich hatte tatsächlich auch in meinem Vortrag, ist dann alles zu lang geworden, noch einen kleinen Exkurs zu Statistik und Sozialwissenschaften, denn ja, die Sozialwissenschaften sind ja sozusagen aus der Statistik heraus entstanden, also nicht aus der Mathematik, aber sozusagen aus der statistischen Nutzung oder statistischen Nutzungsmöglichkeiten ist überhaupt eine Form von Gesellschaftsbeobachtung möglich geworden. Und dementsprechend hat die Sozialwissenschaft selber hier auch eine gewisse Tradition und auch einen internen Methodenstreit natürlich, der dann damit zusammenhängt. Aber dementsprechend ist diese Diskussion, die wir jetzt hier führen, keine, die wir jetzt einfach nur raustragen aus unserer Disziplin an die Informatikerinnen und Informatiker, sondern natürlich auch eine Diskussion, die wir auch innerhalb unserer Disziplin auf jeden Fall führen und also führen müssen. War das da jetzt die letzte Frage im Q&A-Bereich? Vielen Dank nochmal an Judith, Anne und Felicitas.